spannender Wahlabend in Spanien. Da könnte es erstmals seit 30 Jahren eine Koalition geben. Zwei neue Protestparteien bringen nämlich Bewegung in die Parteienlandschaft. Guten Abend zur Zeit im Bild. Bundeskanzler Werner Faymann fordert einmal mehr eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge in Europa. Und keine Entspannung in Sicht. Auch für kommendes Jahr rechnet Faymann mit einem starken Zuzug. Erfolg im zweiten Anlauf. Das Kraftwerk Volzberg konnte heute doch endlich gesprengt werden. Und das Wetter bringt Sonne und Nebel.